Und damit recht herzlich willkommen zurück zu einem neuen Bergisch Vlog. Ja, ich bin hier gerade fleißig am Klemen, zweiter Schnitt. Wir haben das Gras jetzt, habe ich jetzt schon ohne euch abgemäht. Das sind die gleichen Flächen wie jetzt vom ersten Schnitt. Also wir machen quasi nur Silo, wieder Gras und Klee. Das Mähwerk läuft auch wieder, das muss ich jetzt auch mal ganz kurz ansprechen. Ich habe jetzt den Teller austauscht. Ging recht fix, ne? Hat alles gut hinkaut, wie es soll. Und ja, jetzt ist es eben einmal gewechselt und wir können hier wieder schön mähen. Und wir hoffen natürlich, dass jetzt nicht nochmal irgendwo ein Weidepfosten liegt. Aber davon gehe ich jetzt mal nicht aus. Außerdem, was gibt's sonst? Genau, Teller ist wieder drin. Ich habe jetzt quasi nur 4 auf Vorrat, da müssen wir mal gucken. Also ich habe immer so Vorratslager ganz gerne, weil ich meine, so ein Teller geht halt schnell mal kaputt, ne? Das kann gut mal passieren. So, das wäre mal am Schluss dann nur aus. Und von dem her habe ich da immer recht gut einen auf dem Vorrat und jetzt wird es quasi auch nochmal schön. Die Tage, das können wir ganz kurz gucken. Heute quasi schön und morgen regnet es dann ein wenig an 0,5 mm. In denen 0,5 fahren wir es ein. Also ich werde jetzt heute auf Nacht nur schwadern, beziehungsweise lasse ich vielleicht auch einen Teil schwadern von einem Lohnunternehmen. Das muss ich mal gucken, wie ich zeitlich hinkomme. Weil, also das Mähen hat jetzt eh schon recht lang gedauert. Ich habe ja um 3 Uhr schon angefangen, jetzt ist schon fast schon wieder, jetzt ist 5 Uhr. Von dem her wollen wir da mal gucken, wie das dann läuft. Aber jetzt mähen wir die 2 Flächen haben wir jetzt nur, die mähen wir jetzt, also 2 Kleeflächen, die haben wir jetzt nur, die mähen wir auf jeden Fall noch fertig zusammen. Und dann mal gucken, was es wird, Lohnunternehmen oder Ding. Weil um 17.30 Uhr, da kommt eine Lieferung für uns, sagen wir es so, ne? Das ist sehr schön, ja, das ist wirklich schön. Und zwar ein, tja, was ist es wohl? Kein Güllefass, sagen wir es so, weil Güllefass schaue ich natürlich auch immer, ob ich eins finde. Aber Güllefass ist es nicht. Es ist was, was wir jetzt für den zweiten Schnitt benötigen. Und zwar ein Pöttinger Toro Kombiline. Genau. Der erwartet uns, wenn wir, also um 17.30 Uhr kommt quasi die Spedition mit dem Tieflader hinten drauf. Und da will ich dann natürlich auch da sein, weil den muss ich halt dann darunter ziehen, weil die haben ja selber keinen Bulldog. Sprich, da muss jemand da sein. Meine Frau wollte es jetzt nicht machen. Ich glaube auch, dass das nicht ganz so sinnvoll wäre, weil die es einfach nicht so ganz gewöhnt ist, das Bulldog fahren. Das ist immer die Kante schau, aber halt nicht ganz so gut. Und von dem her muss ich dann mal gucken, wie das dann so läuft. Aber jetzt müssen wir mal quasi schauen, dass wir hier erst mal noch schnell fertig werden. Aber bis 30 dürften wir es schaffen. Außerdem habe ich ja so eine Saatgutkiste. Ich zeige euch dann jetzt, wenn wir daheim sind, auch nochmal die Ballen, also die Heuballen. Und hinter die Heuballen, da stand ja so eine Amazone-Gewichtkiste, quasi so ein Gewicht mit einer Kiste dabei. Das habe ich jetzt auch verkauft, weil, ja, bei uns zählt einfach jeder Cent, wenn wir gerade einfach so sagen. Es ist recht wichtig, was wir da jetzt machen. Und die haben wir jetzt verkauft für 2300 Euro. Ich habe sie für 2,5, nein, 2,3 ist geworden, aber ich bin da ja auch recht zufrieden. Das ist jetzt nicht so das Thema. Genau, der Miststreuer ist auch geholt worden, weil wir haben uns ja, genau, gestern, ne, heute habe ich jetzt rechtlich die Heu eingefahren, genau. Und gestern habe ich ja gesagt, dass der morgen geholt wird, sprich, heute ist der geholt worden. Hat auch funktioniert. Ist jetzt weg. Geld ist ja auch schon lange überwiesen, das von der Kiste ist auch schon überwiesen. Der wollte eigentlich heute kommen, aber irgendwie hat er es jetzt dann doch nicht mehr geschafft. Der hat es aber auch nicht mehr geschrieben. Also ich hoffe, dass der dann schöner kommt. Wenn jetzt dann heute nicht mehr kommt, werde ich ihn auch anschreiben, heute Abend zum 6. Mal rum, was denn da jetzt los ist oder was da jetzt ist. Ich meine, der hat auch einen Hof daheim, sprich, der hat ja auch was zum Tun und ich kann das schon verstehen, wenn was dazwischen kommt. Aber dann sollte er wenigstens heute Abend dann mal schreiben. Wäre schon recht sinnvoll. Ja. Sonst ist eigentlich alles recht chillig, ne? Silos frei sind. Also 2 Stück haben wir jetzt quasi wieder frei. Einen für Gras, einen für Klee. Ich habe das immer gern getrennt. Und nicht zusammen, das ist natürlich dann immer. Also für mich ist es einfach schöner. Ich mag das mehr. Und da müssen wir jetzt halt mal gucken. Ich hoffe ja, dass die Silos im Herbst auf jeden Fall fertig sind, die bei der Biogas.
Weil, wenn wir Mais häckseln, dann kommt halt schon doch einiges runter und da brauchen wir auf jeden Fall zwei Silos. Und zwei Silos werden da, denke ich, netzfrei sein. Und für einen. Ja, wäre halt auch gut, wenn es für einen dritten Schnitt vielleicht auch schon welche frei wären. Wäre auch nicht verkehrt. Mal schauen. Ich mähe jetzt so gerade auch nach innen, merke ich gerade, das ist auch nicht so optimal. Zumal, dass der Klee auch recht hoch steht. Immer dann wieder nach außen mähen. Immer dann wieder nach außen mähen. Klee ist auch gar nicht so schlechter Ertrag. Beim Gras ist es, naja, nicht berauschend, ne? Nicht berauschend der Ertrag. Aber in Ordnung. Genau. Jetzt schaue ich hier gerade nur, wir müssen auch morgen in der Früh quasi, der wir ja einzigen, um, was weiß ich, 10, wenn wir da anfangen, reicht ja locker. Und da davor, wenn es vielleicht auch nicht regnet, ja, wenn es wirklich regnet, dann können wir keinen Dünger holen. Weil ich muss immer nochmal alle Big Bags wieder mit Dünger vollfüllen, dann müssen wir mal gucken, wann wir das machen. Mal schauen, wenn es morgen wieder früh nicht regnet, holen wir die, dann haben wir das hinter uns. Ja, mal gucken, mal gucken. Also, aber ich weiß nicht, ich überlege jetzt hier, ob ich noch was zum Sagen habe, aber eigentlich nicht. Also, ihr dürft jetzt dann quasi auf dem Torolein freuen. Den habe ich jetzt dafür, ich kann ja den Preis aussagen, 79.500 € gekriegt. Also, ja, er war für 80.000 glatt drin. Ich habe jetzt ja, nicht viel kandeln können, aber wenigstens erwängern. Und der ist jetzt da, hui, da steht nur was, das will ich schon mitnehmen. Das nehmen wir auch nur schnell mit. Den habe ich jetzt halt quasi gekriegt für 79,5 und dann werden wir natürlich auch nochmal zur Bank rennen. Kredit, Kredit, Kredit. Also ich versuche natürlich so viel aus meiner Kasse zu zahlen, wie es geht, aber ganz werde ich es wahrscheinlich nicht schaffen. Ne? Das ist ja klar. Naja. Na, mal schauen, wir mal schauen. Dann werde ich jetzt aber sagen, machen wir jetzt eine Zeitraffer vom der Fläche und dann der letzten. Und dann sehen wir uns, wenn die Spedition da ist. Oder beziehungsweise, ja, wenn wir. Vielleicht, wenn wir es runterziehen, filme ich, aber ich denke, da filme ich nicht. Also ich weiß halt nicht, wie der Speditionsmann das findet, wenn ich filme. Von dem her, lassen wir mal gucken, aber Bild oder so kann ich euch bestimmt da. Aber wir sehen uns dann. Also, bis gleich. So, da sind wir wieder. Und ihr seht es, der Ladewagen ist da. Ja, Spedition war jetzt da. Es ist ja jetzt halt auch schon 43, also die war jetzt, hat jetzt 10 Minuten oder so warten müssen. Von dem her ist die jetzt auch recht schnell wieder weiter. Wollte dann jetzt nochmal einen Kaffee oder so. Von dem her ist jetzt gleich weiter. Aber der Ladewagen ist da. Und es ist einfach ein richtig fettes Teil. Also, da gehen jetzt halt 42 Kubik rein. Richtig fett und ich habe aber jetzt halt ein paar Bilder von der Spedition gemacht. Die füge ich euch jetzt halt hier mal ganz schnell ein. Natürlich ziehen wir den nicht mit dem Deutz, das ist ja logisch. Den habe ich jetzt bloß hingehängt, um den runterzuziehen, weil der Fendt ja noch vor der Mähkombi hängt. Mähen sind wir fertig geworden, habt ihr ja gesehen in der Zeitraffer, aber Schwadern, ja, ich lasse ein Lohnunternehmen kommen. Beziehungsweise.
Vielleicht schwadere ich auch selber nur ein Teil, aber ich muss auch nochmal Silos was machen. Da muss ich nochmal Bürokram muss ich auch nochmal machen. Dann Stall muss ich nochmal was machen und so weiter und so fort. Von dem her lasse ich, denke ich, alles von dem Lohnunternehmen machen. Ist auch nicht schlecht, weil dann haben wir wegen Arbeitssparung und das Material ist ja trocken. Also es ist ja schwader bereits. So ist er nicht. Es hat jetzt halt. Wir haben jetzt das Heu gemacht und es ist immer nur trocken und trocken. Also das ist richtig abtrocknet, das Gras. Ich meine, es war ja recht neu in der Wachstumsstufe, aber es ist halt recht abgetrocknet und das merkt man halt einfach. Und von dem her mit Aufbereiter, es liegt jetzt da auch schon seit heute Nachmittag. Es hat 24 Grad. Also wenn ich das jetzt gewendet hätte und nochmal einen Tag warm, dann wäre es ja schon fast Heu. Dann brauchst du es auch nicht mehr gescheit isolieren. Aber auf jeden Fall haben wir dann jetzt eben den Ladewagen. Ich habe vor, den unten zu lagern bei der Biogas. Muss ich sagen, wie es ist, weil hier oben, naja, praktischer wäre es nicht, weil ich muss eh im Herbst, ab Herbst dann immer runterfahren zur Biogas. Und lieber steht er in der geschlossenen Halle als jetzt hier, hätte ich jetzt, wäre jetzt so meine Ding. Hier haben wir natürlich auch nochmal Platz. Das ist natürlich auch sinnvoll. Da schauen wir, dass wir die Mähkombi reinstellen und vielleicht dann irgendwie nochmal was. Ja, keine Ahnung. Oder den Hänger. Dass wir den Reisch vielleicht da reinstellen. Und Mähkombi dann drüben. Ja, mal schauen, wie wir es machen. Aber auf jeden Fall gefällt es mir so von der Platzaufteilung besser, weil der Wenhui ist jetzt der auch einen Platz hier drin hat. Genau. Hier ist eben die Transportbox. Wie gesagt, die ist schon verkauft. Also ihr braucht keine Kommentare schreiben. Ist schon weg. Für 2.300. Die Amazon Transportbox. Er hat jetzt halt geschrieben, er kommt morgen in der Früh. Da, wenn wir Vollgas am Silieren sind, kommt er rein. ja, aber ich denke, das macht jetzt auch nichts. Sonst. Ist jetzt nicht so viel, ich muss jetzt wirklich beim Lohnunternehmen anrufen. Ich mache das jetzt mal schnell. Ich schaue, dass sie auch ein Bild macht vom Lohnunternehmen. Und jetzt können wir mal ganz kurz nochmal Wetter. Morgen ab 3 soll es regnen. Na, da brauchen wir wirklich keinen Dünger holen. Also, ich meine, da ist jetzt halt natürlich auch noch ein Ticken drin, weil ich war jetzt halt auch gestern auch nochmal beim Streuen. Und hier ist jetzt auch noch ein wenig was drin. Aber das reicht ja nicht mehr für viel. Und von dem her haben wir ja oben die Düngersäcke immer gelagert. Hier steht jetzt nur einer, dann steht da eben einer und dann haben wir oben auf dem Speicher natürlich auch noch mal ganz viele hier. Die müssen wir dann halt alle hier runterschmeißen, wieder alle vollfüllen oder halt nur Hälfte, kommt halt drauf an. Jetzt hat gegen Herbst müssen wir ja nicht mehr so viel düngen. Dritter Schnitt nur wenn was und den zweiten Schnitt jetzt quasi von die, den ersten Schnitt jetzt quasi von die Heuwiesen düngen. Aber sonst ist es ja nicht so viel und ich werde jetzt sagen, wir sehen uns morgen wieder, wenn's ans Einfahren geht. Ich schaue, dass ich ein paar Filmchen mache vom Launagespann. Und sonst gibt's nichts zu sagen. Also, bis morgen. Wie gesagt, wir werden die zwei Silos isolieren. Hier einmal Klee und Gras. Klee in das, Gras in das. Und dann sind die auch wieder voll. Bis gleich. Nee, bis morgen. Guten Morgen miteinander. Regen. Viel Regen. Viel, 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 viel Regen. Ich habe ein paar Bilder gemacht, nur gestern. Der war ja gestern der Dadelohner. Die blende ich jetzt hier einfach mal ganz schnell ein. Genau, und der war ja mit einem riesen Vierkreisel da. Und das ist bei unseren Flächen dann natürlich auch immer das Problem. Das schwadet halt einfach nicht so schön und sauber. Das ist dann als Problem. Ja, also in die Ecken nahe ist halt dann schlecht. Ich meine, die Wiese, die ging jetzt echt gut, weil die war jetzt halt relativ groß im Verhältnis zu den anderen Flächen. Aber hier im Eck quasi, das bleibt halt dann liegen. Aber das macht jetzt nichts. Ich meine, wir haben jetzt keine Futterknappheit, von dem her ist das jetzt okay. Zufrieden? Naja, nicht ganz, aber es ist zumindest okay. Und jetzt regnet es quasi komplett. Von dem her will ich jetzt mal ganz kurz, wo ist denn mein Lader da steht, weil ich habe beim Händler Siliermitteltank bestellt. Ne, nicht Siliermitteltank. Siliermittel bestellt für den Siliermitteltank, weil brauchen wir. Jetzt ab. Genau, und dann würde ich sagen, fahren wir mal los. Genau, fahren wir hier quasi raus. Und jetzt hat
sehe ich hier gerade, dass Shuttle Control nicht an ist. Dann haben wir ganz schnell hier Shuttle Control an. Genau, das Licht mal lieber an, weil ich meine, bei dem Regen, der prasselt hier auch ganz schön laut aufs Dach. Das ist irgendwie wenn er laut. Aber naja, ne, was willst du tun? So, einmal dann hier rein. Jetzt fahr zu, Auto. Das ist auch ein wenig störrisch. Aber es läuft, ne, muss man sagen, es läuft. Das Getreide, da war ich gestern Abend nochmal, weil ich da nochmal geguckt habe und das schaut echt gut aus. Also das könnte man theoretisch, wenn es jetzt dann nicht so viel regnet, dreschen. Aber ich glaube, das wird aber wieder ein recht verregneter Sommer. Aber ich denke, das kriegen wir schon alles irgendwie unter. Das kriegen wir schon. Beim Roggen und beim beim Dinkel war ich jetzt noch nicht unten. Das können wir heute theoretisch mit dem Silieren verbinden oder so, aber ich muss jetzt düngen, die Flächen, wo ich quasi das Heu gemäht habe, die müssen auch nochmal gedüngt werden, aber da muss halt auch aufhören zum Regnen, weil der Düngestreuer halt keine Plane drüber hat. Ich kann natürlich selber irgendwie eine drüber basteln, aber ich denke, das ist auch recht mehr Pfusch als recht und von dem her lassen wir das lieber. Warten lieber wieder auf schönes Wetter. Ich meine, ich kann ja so auch noch was tun. Ich habe, wir bauen ja hinten quasi hinter dem Unterstand, hinter dem großen, will ich ja nochmal so einen kleinen Unterstand bauen und da überlege ich, dass ich aus dem, naja, obwohl, nee, das ist Käferholz, das geht nicht. Aber ob ich da insgesamt ein paar Bäume abfälle und daraus dann quasi Bretter machen lasse. Das wäre anzudenken. Da müssen wir nachfragen, wie lange die für ein Ding braucht. Weil ich war jetzt erst wieder hinten beim Sägewerk, habe jetzt Brennholz verkauft. Und von dem her wäre es wirklich mal anzudenken, wie lange die für Brennerschneiden brauchen. Und die müssen ja lagern auch nochmal erwängern. Oder dass ich dann quasi meine, ja, dass ich Bäume hinbringe und die tausche. Aber das macht auch keinen, ja doch, das macht schon theoretisch Sinn. Weil dann habe ich ja, vielleicht wenn es tauschen geht, wäre das schon nicht schlecht, ne? Wäre nicht schlecht, aber müssen wir mal gucken. So, jetzt stellen wir uns hier mal hin. Hui, halt! Auskuppeln, Gang rein. Nicht Gang rein, Handbremse rein. Tür auf, aussteigen. Genau, dann einmal die Tür wieder zu. Dann haben wir meinen Kofferraum auf. Und dann sind hier die Silimittel-Tanks. Ich habe jetzt 6 Stück bestellt, also ich meine, die brauchen wir jetzt nie alle im Leben, nie im Leben alle, so war es, aber macht ja nichts. Die stellen wir trotzdem rein. Wir nehmen jetzt mal alle mit, ich denke, die müssten jetzt schon alle rein in den Kofferraum, oder? Ja, könnte theoretisch knapp werden, obwohl, so Not spannen wir es aufs Dach auf. Oh Mann. Ich habe aber schon mal was auf dem Dach transportiert. Was war denn das jetzt gleich nochmal? Weißt du gar nicht mehr. Ah ja, schon mal, wenn man zweilagig stapeln kann, ist das ja gar kein Thema. Aber die sind schon gescheit schwer, du. Bin nicht ohne. Versuchen wir den aber vielleicht so rum hinzudrehen. Warte, tun wir den hole ich mir jetzt dann nochmal kurz raus. Jetzt, den stellen wir dann nämlich so rum rein. Dann geht es besser auf. Klappe zu. Läuft. Fertig. Oh, der Lader. Jetzt ist er hinten. Jetzt geht er hinter wegen runter. Aber wenn ich mich da reinhocke, das geht dann schon wieder. So. Dann würde ich sagen, wenn wir mal Zeitraffer vom Zurückfahren und vom. Nee, Ladewagen hängen wir zusammen. Also, bis gleich. Vom Zurückfahren. So, da sind wir jetzt wieder und ich sehe gerade, hier steht Dünger draußen. Ich glaube, den kann ich jetzt auch vergessen. Ne, da muss ich irgendwie noch entsorgen. Weil den brauche ich so jetzt nicht mehr benutzen. Aber ist halb so wild. Das war ja nicht mehr viel. Also da ist jetzt nur, unten am Boden ist nur so der Boden bedeckt. Aber sonst ist da ja nichts. Und von dem her kommt das halt einfach weg. So, wir brauchen ein Gewicht. Wo ist mein Gewicht? Das wäre mal wüsst, ne? Na, ich weiß jetzt, wo habe ich denn das hingestellt? Ich habe gemäht und da habe ich es dann quasi abgehängt. Beim Pflug hinten könnte es stehen. Weil ich meine, ich habe es ja abgehängt vom Pflügen her und dann quasi
Ja, wo ist das Gewicht? Das kann's doch nicht sein. Da steht's auch nicht drin, ne? Ja, da vielleicht. Hier, ah, da steht's aber nicht. Das ist jetzt das andere vom Deutsch quasi, aber das geht ja genauso. Ich meine, theoretisch brauchen wir ja gar keins, nein, und von dem her doch lieber das als gar keins. Wir müssen mit dem eh nochmal tanken fahren, bevor wir bei dem anfangen. Von dem her, ja, fahren wir eher ohne Ladewagen kurz tanken. Ich denke, das ist eigentlich auch ein recht schönes Bild so. Also, weißt du, wollen wir nochmal eine Zeitraffer vom Tanken machen? Ich glaube, das wäre ganz sinnvoll. Bis gleich. So, fertig. Getankt ist er wieder. Wieder 300 € los. Naja. also ich meine, der Fan braucht jetzt echt nicht allzu viel. Also da kann ich mich eigentlich nicht beschweren. Der braucht echt nicht viel. Dann hängen wir jetzt einmal den Ladewagen hin, genau. Ja, ich meine, der Fan schaut da dann doch wieder klein aus vor dem, ne? Ich meine, vielleicht spielt das Gewicht auch eine Rolle, weil es ja davon ein recht kleines Gewicht ist. Aber ich habe ein großes jetzt wirklich nirgendwo gesehen und gefunden und irgendwas. Keine Ahnung, wo das ist. Naja, jetzt machen wir hier mal Tür zu, sonst regnet es da rein. Dann müssen wir nämlich hier einmal die Schläuche hinmachen. Genau. Und dann einmal die Zapfwelle. Hier legt sie. Genau. Anschließen. Gut. Komplett neu. Also, nee, nicht komplett neu, aber für uns komplett neu. So ein Riesenteil zu haben. Also, das ist echt. Krass, also ja, schau mal, wie, also der schaut echt gut aus. Hier der Schriftzug. Komplett irgendwie nicht dreckig, sondern und auch nicht zerkratzt. Das ist auch hier unten schon mal rein. Das ist wirklich nicht oft benutzt worden. Also das schaut alles in Top-Zustand aus. Holzboden, auch geil. Richtig geile Friedesteinreifen drauf und da wäre das Gewicht. Aber ja, jetzt lassen wir das Kleine drin. Ich denke, das ist jetzt schon auch hinten auch. Ja, richtig fett. Wir können da auch Klappe dann mal aufmachen. Aber jetzt will ich eigentlich erst nur den Ziliermitteltank ganz kurz auffüllen. Nehmen wir mal ganz kurz einen Kanister raus. Und füllen den dann hier rein. Können wir hier mal hinstellen. Genau, dann ist der weg. Wir können nur einen Ticken nachfüllen, weil neu ist nicht ganz voll. Dann werden wir noch ein neuer Horn kommen. Dass sich da auch ja nichts fehlt. So, jetzt ist er voll. Dann hauen wir den wieder zurück. Schmeißen wieder in den Kofferraum. Nein, ich meine, was wir schon sonst machen. Kofferraum Deckel zu. Ich überlege jetzt gerade, ob ich den hier wegen wegfahre, weil der steht hier wegen, glaube ich, im Weg. Theoretisch einfach auf Mistplatte hinter. Oder ich fahre einfach wieder raus, ne? Das machen wir. Wir fahren den ganz kurz hier mal raus. Genau. Weil dann ist der hier aus dem Weg. Wenn dann. Also es kommt ja heute quasi der Tom, den kennst du ja schon. Uiuiui. Das war knapp. Also es kommt wie gesagt der Tom. Der Mats kommt wieder. Der mit dem CI. Mit dem 300er CI. Mit dem Fans. Und einen kleinen Ladewagen und dann kommt der Vince, aber nicht mit seinem Toro, sondern mit einem Lader, weil er ist heute fürs Radladerfahren eingeteilt worden. Genau, so läuft eigentlich der Plan. Also wir sind dann quasi drei Abfahrer, zwei große, ein kleiner und sonst halt ja ein Ladefahrer. Genau. Läuft. Dann steht der nämlich wieder hier. Und dann schauen wir, dass wir jetzt mal den Ladewagen vielleicht einmal anmachen, einmal nochmal kurz durchlaufen lassen. Aber das habe ich ja gestern auch schon gemacht, wo ich quasi gewartet habe, bis das Lohnunternehmen kommt. Und ja, es hat wirklich funktioniert. Also alles einwandfrei. Stellen wir es mal hier hin. Hier so. Und dann sagen wir mal, der soll hier einmal ausleeren. Und quasi hinten die Dinge anmachen. Schauen wir mal raus. Jo, hört sich gut an. Wie die Walzen drehen, schön sitze.
Querförderer läuft auch. Ich kann hier Kamera ein wenig hochhalten. Also schaut nicht schlecht aus, ne? Jo, läuft auf jeden Fall. Läuft. Und auch, also es gäbe ja welche mit drei. Hier sind ja die Einösungen quasi für ein drittes. Aber ich habe das jetzt mit zwei gekauft. Beziehungsweise gab es den jetzt halt hier mit zwei. Und ich meine, das ist ja auch halb so wild, ne? Also ist ja nicht schlimm. Jetzt sind es halt bloß zwei. So. Machen wir dazu hinten. Huch. Nee, kein Bild machen. Ja, jetzt halt wieder zu hinten. Komm. Jo. Dann schalten wir einmal an. Läuft auch einwandfrei, ne? Können wir nochmal ganz kurz. Jo, läuft. Dreht. Fördert das Ding auch. Das ist vielleicht auch. Ja, Kratzboden läuft auch. Passt. Dann machen wir den auch wieder aus. Dann schauen wir, dass wir mal runterlassen. Da lässt er quasi hinten das komplette. Kompletten Ladewagen knickt er quasi selber mit um, wenn man die Taste drückt. Das ist eigentlich auch recht schön. Genau. Und dann läuft es. Dann machen wir ihn aus. Klappe zu. Türe zu. Dann bleibt er so stehen. Der ist bereit. Jetzt ist noch die Frage. Und zwar, der Silo ist fertig so. Und hier in dem Silo liegen nur lauter Sachen drin. Zum einen hier so ein komisches Holzscheit. Das kann hier mal weg auf Zeile. Brauchen wir nicht. Dann die Silo-Sekt. Die müssen wir einladen und zu den anderen hinterschieben. Oder in der Schaufel lassen vom Weidemann. Weil wir brauchen sie ja zum Abdecken. Das muss einmal weggeräumt werden. Und dann hier nochmal die Silo-Säcke. Das werde ich jetzt sozusagen, machen wir auch wieder in der Zeitraffer. Und dann machen wir, sehen wir uns, wenn wir quasi, wenn die anderen da sind. Ich wünsche euch viel Spaß mit der Zeitraffer und ich überlege jetzt gerade, ob ich noch was zu sagen habe, aber habe ich nicht. Dann bis gleich. Ja, aus dem Bergischland zu einem. Watch out, the floor is lava! Gut, Silo 6 sind aufgeräumt und ein MW-Truck ist auf dem Hof. Der Tom und der Mats, die sind jetzt dahergefahren. Warte mal, da kann man gleich aber hier kurz die Namen ausmachen. Wie ging das? So, genau. Der Tom und Mats sind jetzt aus Erlerbach, die sind ja zusammen im Gespann hergefahren. Sind jetzt gut ankommen. Hat's gut funktioniert oder gab es keinen Stau? Nö, war alles frei. Gut. Hotikaut. Hotikaut. Jetzt warten wir theoretisch nur noch auf Lohnunternehmer, der müsst jeden Moment kommen und dann legen wir los. Wir können aber zum Matzheim gespannen, aber ihr kennt die Gespanne ja eh. Das ist ja jetzt nicht sowas, das Ding. Die Liste habe ich ihnen auch schon geschickt, also einmal Mats, Tom und dann einmal im Lohnunternehmen. Die wissen auch Bescheid. Genau, das ist ein Matzheim gespannt. Läuft auch. Naja, und dann Tom muss nachfallen, du hast kein gespannt. Ja, klar. Das ja. Servus! Ah, servus! Ja und? Ziemlich. Genau, der Vince. Den kennst du ja auch, das ist ja ein Kumpel, der halt beim Lohnunternehmen arbeitet. Heute mit dem fetten Torion da. Ja, hat er mal ein Coin Chasing Bee, du. Mei, oh mei, oh mei. Na, der ist vom anderen Betrieb unterwegs. Naja, aber mit den Reifen, naja. Ich sag jetzt da mal nichts dazu. Oh, der Daumen schon. Naja, wenn ganz schmal sind, schon. Gewicht hat er, das geht schon. Ja, aber, ja. Ja, du wirst es schon können. Wir silieren jetzt halt in das große, also in das. Naja, das ist die Frage. Ich weiß wirklich nicht, wo ich mehr habe. Also, ich habe. Ich glaube, das ist relativ egal. Dann machen wir einfach in der Mitte. Da machen wir in der Mitte Klee und außen Gras. Machen wir es so. Also quasi außen Gras, Mitte Klee.
Wir fangen, mit welchem fangen wir an? Das ist mir eigentlich auch wurscht. Ihr könnt euch, also wir können uns entweder aufteilen und. Aber da muss der Ladefahrer halt immer umswitchen. Aber theoretisch auch wurscht, also. Ja, das geht schon. Naja. Von dem her ist es mir das egal. Wir können ja auch zu dritt auf einer Wiese anfangen, auf der 88, wie beim ersten Schnitt. Kann man machen, ja. Wäre bestimmt lustig. Ja, dann fahren wir doch zu 88. Weg weißt, oder? Jo. Gut. Auf einmal bei jemandem gleich unten mit. Ja, weiß nicht, ob das geht, ob wir denn, ob das drauf ist. Der Mod. Ja. Ich glaube Wir nicht. haben Beifahrersitz ausgebaut. Ja, weil der. Ja. Wir haben den Aber Mod irgendwie nicht bekommen. drauf. Ja, wurscht. Trotzdem. Kannst du wieder Kühe streicheln? Ja. Fahr mal hier mal zu. Jetzt weiß ich nicht, was der Tom fabriziert, aber das ist ja. Ich schaue einfach mal, wo er hinfällt. Ja. Ich weiß nicht, fährt er rückwärts raus, oder? Nee, der fährt da hinten über den Hof, ne, denke ich. Ah, der sagt, dass wir fahren sollen. Okay. Dann fahren wir doch zu. Dann fahren wir hinten rum. Oh, jetzt muss ich natürlich aufpassen. Der Ladewagen ist größer. Geht das überhaupt mit dem Dach, du? Ah ja, aber so viel Vorbau ist da, denke ich nicht. Das müsste schon gehen. Genau. Dann einmal zur Fläche. Die müsste hier irgendwo sein. Ah, der Mats auch da. Alle da. Wir sind jetzt auch bloß zu dritt, aber das dürfte. Huch, behupt. Das dürfte kein Problem sein, weil. Letztes Mal waren wir sogar zu viert, oder waren wir da zu viert? Da war der Vince mit seinem da, der Tom mit seinem, ich mit meinem und also ich habe ja da einen großen Vorführer gehabt, war ja auch nochmal. So, jetzt ist hier irgendwie was. Und dann, also Vince, Mats, Vorführer und und der Tom. Genau, und dann waren wir quasi zu viert und jetzt sind wir bloß zu dritt und davon ein kleiner quasi und zwei große. Ich weiß gar nicht, wie viele in den Toms hineingehen, das weiß ich gerade gar nicht. So, schieben wir hier nochmal zurück. Dann Tempomat auf 11, na, weniger 9. Das Müll, wo fahre ich denn hin? Hier im Himmelswillen. Das ist alles so rutschig. Ich meine, es hat jetzt nur nicht allzu viel geregnet, aber es ist rutschig wie Sau. Also das ist echt. Jetzt müssen wir hier mal hinfahren. So. Und dann müssen wir hier mal ansetzen. Jo, ich würde sagen, wir machen Zeitraffer und wir sehen uns dann gleich wieder. Bis gleich.
So, fertig siniert. Es schüttet wie Sau. Ich gehe hier jetzt hier runter, weil das ist alles nass. Und ich habe auch richtig... Oh, ey, abdecken im Regen heute. Gar keinen Bock. Ich überlege, ob ich es liegen lasse, aber dann ist der Regen da drin. Das ist auch scheiße. Da muss ich das halt heute abdecken. Aber der Tom und der Mats haben keine Zeit heute mit abzudecken, weil die müssen auch wieder heimfahren. Die müssen ja heute Abend dann auch wieder daheim sein, weil die haben ja auch ihre Viecher. Der Vince, der muss heute um... Wie viel Uhr musst du nochmal weg? Um 3, ja, oder? 3, ja, oder sowas, genau. Ja. Meistens haben sie. Und da sind wir ja auch mit Silas nur lange nicht fertig. Von dem her schaue ich, dass der Bab das dann mit abdeckt und sonst... Ja, mein Gott, Jungs, ist halt dann jetzt, so. Jungs, haben wir jetzt ihr weg? Ja, jetzt dann. Ja, wir essen jetzt dann ja... Das ist eigentlich wurscht. Und dann ja, essen wir Leberkästchen mit dem Hund. Ja, nimm Schmelade. Warte, ich darf nicht Schlüssel. Ja. Jo. Ja. Dann holst du ein paar Leberkäse und dann... Ja. Jo, dann... genau. Also mache für Mats mit Ketchup und Rest mit Senf. Mit Deifi, Alter. gut. Ich würde fast sagen, die Folge ist schon wieder vorbei, weil wir haben in der Folge, ja, was haben wir in der Folge noch gemacht? Bin jetzt blöd. Ach, Mäht haben wir. Ja, nur so ein Rest haben wir noch gemäht. Ich habe ja mit der Mähen-Folge angefangen. Dann haben wir quasi gemäht, dann haben wir hier ein wenig aufgeräumt, dann ja, vom Schwadern hast du nicht viel gesehen, das war der Lohnunternehmen, da habt ihr ja bloß Bilder gekriegt und jetzt nehmen wir es einfahren. Aber vom Ertrag her bin ich eigentlich zufrieden, ich hätte gedacht, dass weniger wird. Also da das Gras ist recht viel geworden und der Klee auch, also echt nicht schlecht. Oh, der Vater der Wins. Haha. Sauber. Wieso fahren da hinten über den Feldweg? Das war's, Corner. Der Wind halt. Also, wie gesagt, schaut gerne mal auf Instagram vorbei. Einmal bei mir, Schäfer_gra, beim Tom, Fanfahrer_22, oder? Ja. Beim Mats, nee, der Mats hat, glaube ich, gar kein Insta. Also keinen öffentlichen. Und der Wind heißt Winz_gra. Und dann würde mich freuen, wenn du das beim nächsten Mal wieder vorbeischaut. Schaut einfach gerne mal beim Vince und Mats auf YouTube vorbei. Die verlinke ich euch einmal hier. Der Tom, ja, der Tom. Und dann, ja, Stress, Servus. Ja. Darkest fears are coming outside. We got a billion races. We got this melody. And you can trust me, baby. We got everything.